Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Get Down und zwar, ob man Coins bekommt, wenn man Gegner unterschlägt und dieser dann stirbt. Ich habe es mal für euch ausgetestet und ich zeige euch ein paar Beweise, ob man Coins bekommt oder man nicht bekommt. Erster Beweis. So, das war jetzt der erste Beweis und jetzt kommt der zweite Beweis. Wer hätte es gedacht? Wie man umschwimmt, wie du erkennen konntest, bekommt man Coins, wenn man Gegner runterschlägt. Man kriegt so viele Coins, wie viele Coins der Gegner hat. Also, wenn der Gegner jetzt irgendwie 300 Coins hat, kriegst du weniger Coins, als wenn der 1000 Coins hätte. Und ja, das war's dann mit dem Video und tschüssi!